начинается. Ahoi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute ein Replay aus einem Ranked Match mit der Kremlin von Traumtänzer. Schöne Gefechtsaufstellung. Kurve, Schliefen, Kremlin, das Moin, Petro, Z52 im Gegnerteam. In seinem Team Schliefen, Mecklenburg, Kremlin, Salem, Hindenburg und Sherman. Das heißt, der Gegner hat zwei Radarschiffe, gutes Radar, und sein Team hat nur einmal Radar, 8,5 Kilometer von der Salem. Naja. Dann ziehen wir uns das Ganze mal rein. Kremlin, russischer Panzer, OP-Schiff, was weiß ich. Eigentlich ein sehr schönes Schiff. Prallt im richtigen Winkel, prallt sehr viel ab, hält sehr viel auf. Schnelle Reparaturmannschaft, schnelle Ladung von der Heilung. Genau, hätte ich jetzt auch so gemacht. Petro und Desmo als Fokusfeuer. Die Z52 ist nicht gerade sehr gefährlich. Nur durch ihre Hydro. Ist so ein Allrounder-DD. Aber sie haben ja eh die Sherman. Er ist entdeckt und von einem angezielt. B wird gekappt. Closed. Haben die erste Salve geflogen. Na, lächerlich, 2800. Z52 ist dort. Desmo steht schön breit. Abgesetzt. Desmo müsste jetzt eigentlich wieder Gas geben. Gibt sie auch, aber Kugeln gehen genau mittig rein. 12.000. Schöne Salve. Die erste Salve mit 6 Kugeln, 4 Overpens und 2 Treffern. Fünf Overpens, einen Treffer. Und die Sherman ist tot von der Schliefen. Ja, war ja zum Wegwerfen. Schliefen natürlich ganz gemein, Torpedos. Secondary von der Kremlin legt los gegen die Secondary von der Schliefen. Ah, ein Secondary-Monsterkampf hier. Eierpraller. Kurfürst hat er jetzt auch noch in der Seite. Torpedos. Auf die Mecklenburg. Oh, jetzt eine Salve. Jetzt eine Salve, Alter. Dreh ein. Nahkampf, Russen ist der Stärkere. ...20.000, jawohl, und weg ist er. Und den Torpedos ausgewichen. Nachteil bei der Schliefen, keine Turtle Beak Panzerung. Das heißt, man kann dem Ding schön im Nahkampf Zitadellen schießen. Man muss nicht unbedingt in die Kasematte schießen oder in die Superstructure. Sondern man kann auch schön Kurfürst, naja, Superstructure oder Kasamatte, weil Turtle Breach Panzerung, Nahkampf, Zitadellen schießen unmöglich, 15.000. Holla die Walfee, Heckbatterie hätte ich auf die Desmo ausgerichtet. Mecklenburg und Pommern jetzt, Mecklenburg. Kremlin und Schlieven jetzt gegen Kurfürsten. Secondary Modell. Duell dürfte der Kurfürst dann verlieren. Kremlin stark angewinkelt, müsste viel abprallen. Boah, gar nicht so viel abgeprallt. Heckbatterie könnte vielleicht noch auf den Kurfürsten wirken und ihn rausnehmen. Kommando противника получила преимущество. Ah, 5.000 nur, zu wenig.
zu wenig. Petrov wird im Push. Was die Petrov auch immer davon probiert. Wechsel auf die Petrov. Nee, Kremlin. Petrov. Kremlin. Ah, wird sehr viel abprallen. Die stehen halt jetzt echt mies. Petrov dreht breit. Fehler natürlich von der Petrov dann, wenn sie jetzt breit drehen würde. Ah, Petro dreht auf, er hat gut gewartet. Petro dreht sie. Jawohl, so macht man das, Petro. Ah, 4000 zu wenig Overpens. Petro keine Torpedos. Petro jetzt gegen Schliefen. Petro kann die Schlieben rausnehmen, das ist möglich. Kremlin dreht jetzt aber auch ein, weil Torpedos kommen, dass er keinen Torpedo frisst. Als erstes würde ich jetzt die Petro fokussen. Da haben sie nur 29.000, weg mit dem Ding. Jawoll. Schaden. Zwei Schiffe noch da. Die Salem oben mit der Desmo. Kann nicht viel ausrichten. Bis jetzt sieht es sehr schlecht aus. Das Salem natürlich zu. Desmo natürlich zu. Angewinkelte Kremlin. Streuung gerade des der Katastrophe. Da ist die Desmo wieder offen. Van der Tann. Heilung gezündet. Nicht breit drehen. Lieber auf ihn zufahren. Nicht auf die Nase. Das passt nur ab. Heckbatterie könnte schießen. In den Turm vorne. Jawohl. Jetzt muss natürlich die gegnerische Kremlin auch eindrehen. Wer ist nachgeladen? Zwei Zitadellen. 166.000 in Brand gesteckt. Hecturm hat nachgeladen. Er wird abprallen. Nicht viel Schaden. 15.000 nur. Auf Hecturm. Zwei Zitadellen weg. 197.000. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. So sollten wir rennen. Salem muss jetzt zur Unterstützung kommen, weil sonst. Oh. Desmond schießt. Er heilt nicht. Desmo jetzt offen. Er offen durch die Hydro. Salem. Unter der 2-Kilometer-Marke, sichere Erkennungsreichweite. Desmo kommt jetzt gleich rum. Ah, das Unkraut, dadurch sieht er nichts. Z ist jetzt eingekesselt. Radar. Sichere Erkennungsreichweite, er kommt nicht weg, der DD. Der DD hat natürlich auf die Salem abgeschmissen. Hat das jetzt natürlich dadurch alles vergeigt.
Z raus. Und jetzt eindrehen. Es wird ein One-Hit-Wonder. Heckbatterie. Ein Schuss, ein Treffer, weg ist er. One-Hit-Wonder. Der fährt so. Hör auf, komm. 5000. Eieiei. Musst du doch den Bereich jetzt eigentlich erobern. Letzte Heilung kann er gleich zünden. 34.000 Structure-Punkte hat er noch. Letzte Heilung wird auch gezündet. Schickt jetzt die CLMC erobern. Schön gekämpft in Rent. So sollten Rent-Runden aussehen. Und nicht so wie bei mir, dass die sich alle wegschmeißen bis zum geht nicht mehr. Genau das, was das gegnerische Team jetzt eigentlich getan hat. Wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. So, die Frage ist nur, wo geht jetzt die Desmo auf? Radar ist da. Salem natürlich mit ihrem 8,5 Kilometer Überwachungsradar. Ja, das ist. War nix. 5 Zitadellen, 1 versenkt. Ja, das ist schon. Da. 22.000 in die Schnauze. Desmo vorne auf die Schnauze schießen, würde zu viel mehr denn nicht machen. Bumm, weg ist er. So, Kremlin. Ah, 2000. Verkehrtes Bild. Das ist es. Ist getauscht. 7430 Kreditpunkte. 239.000. Nicht schlecht. Ja. BCP passt auch. Ja, da kann man nicht viel machen. 104.000 Schaden auf die Kremlin. Fast die komplette Kremlin zersägt. Ne? Schlieffen 24.000. Kurfürst 21.000. Petro 35. Ja gut, das waren 30.000 Schelle. Ne? 54.000 auf die Desmo. Das war auch schon ordentlich. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, Traumi, dir hat die Runde gefallen, weil das ist eine schöne Runde gewesen. Und dann sage ich viel Spaß, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut raus. Euer Eis. Ciao.